Kinder, Kinder, ich bin ganz aufgeregt, denn ich bekomme einen 94L von Morello als neues Auto. Zurzeit fahre ich ja einen Loft 82LB und Loftliner. Und das Coole wird, ich bekomme einen Alkoven auf Daily-Basis. Hier steht er, ist genau der gleiche, aber du hast viel mehr reinkonfiguriert, denn der hat Gastank mit drin, der hat viele Extras wie eine Geschirrspülmaschine mit drin. Also ganz schöne Sachen, die, ich sag mal, sich leisten kann, wenn man ein bisschen mehr drauflegt. Hast den Preis, als ich den Preis gesehen habe, habe ich gesagt, ey Matthias, du gibst einen Rabatt von 19.960 Euro auf das Auto, Endpreis 339.000 Euro. Du hast auch noch ein Preisschild gemacht, wenn du mir das mal gerade zeigst, darunter. Da ist es nämlich, also Listenpreis war 358.960 Euro. 339.000 Euro ist jetzt der VK, also 19.960 Euro drunter. Das Coole ist, der ist niegelnagelneu, der war noch nie zugelassen. Ja, der ist eigentlich gerade von der Produktionsstraße runter bei Morello. Und bei uns jetzt, ich würde sagen, 2 Wochen etwa. Nagelneues Auto und wie du gerade schon gesagt hast, sehr gut konfiguriert mit einer Dieselstandheizung auch. Und ja, werden wir gleich innen auch sehen mit wirklich ganz tollen Features und Ausstattungsdetails. Ja, ihr habt viele Extras eingebaut, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Das fängt an bei der lackierten Stoßstange, die ist extra. Die ist wirklich extra. Die kostet Aufpreis, weil ich habe ihn konfiguriert. Ich habe sie in schwarz genommen. Die hier ist in Wagenfarbe lackiert. Wagenfarbe lackiert, aber es geht natürlich beim Chassis weiter über die ganzen Fahrassistenzsysteme, über die Hubschützeranlage, Gastank und. Also wirklich volle Hütte, sagt man, ne? Ja, es ist ein Auto, da gibt es Liebhaber für, man hasst ihn oder man liebt ihn, es gibt nichts dazwischen. Also es ist so, der Alkoven, gerade auf Iveco Daily, hat eine riesen Fangemeinde und es sind nicht nur Familien. Denn wenn du gleich reinkommst, du siehst von dem Fahrerhaus nichts. Es fühlt sich mehr an wie ein Luxus-Apartment und du hast natürlich auch eine Wärme. Isolierung hier mit drin, die kann man im Vollintegrierten einfach nicht erreichen. Hier ist alles abgekoppelt. Ja, es ist ja durch das Fahrerhaus einfach ein Fahrzeug, was für den Wintereinsatz nur Vorteile bringt und was die Isolierung angeht, aber auch im Sommer dann eine sehr schöne Abkopplung für den Wohnraum. Ne? So, hier vorne siehst du den Einstieg. Alle Anbauteile sind perfektioniert angeglichen. Das Ganze hier oben im Alkoven werden wir gleich mal sehen. Du hast immer vollwertige Betten. Du musst hier nichts mehr umbauen. Also es ist das optimale Fahrzeug. Werden wir gleich mal schauen. Also für Leute, die eigentlich darin wohnen. Also wenn du jetzt in Spanien bist und du wohnst da wirklich ein Jahr lang drin, es gibt ja Leute, die wirklich ins Reisemobil ziehen, dann auch mit der Spülmaschine, mit allem, mit dem Lithiumpaket, mit allem, was hier verbaut ist, der Dieselstandheizung, du hast eben gesagt Wintercamping, du kannst gar nicht vom Gas ausgehen, der hat einen 120 Liter Gastank drin, plus die Dieselstandheizung, das heißt Autarkie im Winter, das ist Wahnsinn. Du kommst gerade aus dem Norden, wo warst du? Ich komme aus dem Süden. Ich komme aus Südtirol. Wir waren zum 24. Mal den 6. in Südtirol mit unseren Kunden. Und Ich meine den Norden von Italien. Den Norden von Italien. Das heißt also, ich dachte, du bist Flieger und musst so ein bisschen navigieren auch. Nein, Spaß beiseite. Südtirol, 6. wie gesagt, seit 24 Jahren und ist eine tolle Gegend und natürlich auch dann Winter erprobt mit den Reisemobilen. Ja, das ist das Winterfahrzeug schlechthin, aber auch das Sommerfahrzeug. Denn auch die Sonne und die Wärme kann nicht durch das Fahrerhaus durch. Denn das Einzige, was du nicht isolieren kannst und darfst, das kann ich mal gerade zeigen, das ist hier vorne natürlich die Frontscheibe. Die Frontscheibe ist eine ganz große Wärmebrücke und die kriegst du beim Vollintegrierten nicht so ganz easy drunter. Musst du arbeiten hier natürlich mit Rollos, mit das klappt schon ganz gut, aber beim, ich sag mal, Alkoven, da werden wir gleich mal reingehen, da kannst du alles zumachen, da siehst du vom Fahrerhaus nichts. Ja, hier sieht man es ja auch in der Frontscheibe, ist gerade schon schön beschlagen, also da ist eine Kältebrücke, die immer da ist, die natürlich durch verschiedenste Features aufzuheben ist, aber da spielt der Alkoven natürlich seine ganze konstruktive Vorteilsebene aus, weil sie hier praktisch den Aufbau, den Wohnraum komplett vom Fahrerhaus getrennt haben und somit
top isoliert ist. Ne? Ich darf dir mal was zeigen, das kennst du natürlich alle schon. Wir haben zwei Garagen hier in dem Auto drin. Sowas habt ihr noch nie gesehen. Wir haben hinten eine riesige Heckgarage, die ist hier drin. Da ist sie mit drin. Also ich zeige euch das mal. Und da kommen wir gleich mal zu. Aber hier vorne, Matthias, komm mal mit. Neben dem Eingang, da hast du eine Garage, da kannst du locker in E-Bike reinpassen, ein Faltrad, das also hier komplett reingehoben werden kann. Also das ist so viel Platz. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, man kann komplett durchladen von einer Seite zur anderen und hat auch hier von der Höhe dann nochmal die gesamte Höhe bis zur Sitzbank ausgenutzt, sodass also hier auch Campingstühle, Tische aufrecht überhaupt kein Thema darstellen. Habe ich jetzt schon wieder bestellt im neuen. Also wenn ich ja nichts groß konfiguriert habe, auch wegen der Zuladung, aber Zentralverriegelung habe ich immer mit drin von Hegotec hier eingebaut. Sollte man auch wirklich direkt ab Werk bestellen, denn das ist nachträglich super viel Aufwand, oder? Ja, man muss die ganzen Kabelführungen dann nachlegen. Das ist schon sehr aufwendig und vom Werk aus mit Sicherheit sinnvoller. So, also riesen Kofferraum hast du auf der Seite mit einer riesigen Klappe. Das ist ein Vorteil. Dann hast du den Doppelboden mit einer Höhe. Das ist Palace. Er heißt ja auch Palace, glaube ich, ja? Genau, es ist der Palace Alkoven und ist praktisch vom Fahrerhaus bis hinten mit allen Genen, mit allen Vorteilen, mit allen konstruktiven Features der Palace-Baureihe ausgestattet. So, also Elektro mit allen drum und dran. Wie man das kennt von Morelo, könnt ihr ja viele Videos gucken von hinten. Da, du kommst von der Autobahn von hinten und sagst, ja, wieder mal ein Palace, voll integriert. Nee, ist ein Alkoven. Von hinten siehst du es gar nicht. Von hinten sieht man es gar nicht und auch innen drinne, wenn wir gleich sehen, ist das ein Traum. Ne? Ja, Anhängerkupplung habt ihr rein konfiguriert bei dem hier. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, die wichtigsten Sachen habt ihr drin. Also die sich wirklich ab Werk absolut lohnen. Denn die Anhängerkupplung, die zu vergessen, das ist sträflich, weil das ist nachträglich ein Gräuel, oder? Ja, es geht, aber letztendlich ist es natürlich, so wie bei der Zentralverriegelung auch, ein Feature, was vom Werk aus besser zu montieren ist. Ja, es ist ein Gewichtsweltmeister. Das heißt, der Alkoven bei der Länge ist ganz interessant. Du hast eine irre Zuladung immer noch. Du kannst mehr reinladen. Er ist leichter wie der Vollintegrierte. Ich glaube, das macht auch das aus, dass du eben vorne nicht alles nochmal verstärkt mit allem drum und dran. Du hast das Original-Chassis vorne. Ja, wir haben also hier eine Zuladung, die eher bei 2000 als bei 1200 liegt. Ich müsste es jetzt genau nachschauen, aber ich denke mal mindestens 1,6 Tonnen. Und ja, hat dadurch natürlich einen riesen Gebrauchsvorteil, gerade dann, wenn man jetzt mit mehreren Leuten fahren möchte, also als Familie fahren möchte oder wenn man ein Hobby hat, was halt mit einem Roller oder mit irgendeinem anderen schweren Bauteil verbunden ist, sodass man dann also auch wirklich richtig viel zuladen kann. Ja, Zuladung werden wir nochmal ganz rechtssicher nochmal in den Text mit reinschreiben, mit dem Link auf mobile.de, dass ihr ganz sicher seid. Und hier hinten hat man, er muss einmal kurz die Zentralverriegelung aktivieren, nämlich die Heckklappe, da ist das Wichtigste drin. Da sind nämlich unsere E-Bikes drin. Die muss noch einmal aktiviert werden. Jetzt geht sie auf. Einmal auf und einmal zu. Das Spiel kenne ich schon. Falscher Knopf. Warte, ich drück mal. Falscher Knopf. Jetzt ist er auf. So. Hintergrund ist der, nach einer gewissen Zeit wird die automatisch verriegelt. Das ist, glaube ich, ein Sicherheitsfeature, was ganz nett ist. Das heißt, du musst einmal nochmal die Zentralverriegelung aktivieren und dann geht es wieder auf. Genau, ich habe jetzt eben den falschen Knopf gedrückt, dreimal zur Sicherheit. Und das ist so, dass die Zentralverriegelung dann natürlich einmal beim laufenden Motor, aber auch nach einer gewissen Zeit sich verriegelt aus Sicherheitsgründen. Kleines Feature hier, die Stange, auch die ist optional, habt ihr mit reinbestellt? Ja, für Skiklamotten oder für einen Regenmantel oder für einen Surfanzug, je nachdem, was man möchte. Ne? Matthias, du musst mir einen Gefallen machen, geh mal bitte in die Garage rein, weil man kann sich das nicht vorstellen, wie riesig diese Garage hier ist. Das ist wirklich ein Wohnraum. Hier könntest du eine Matratze reinlegen, hier könnte noch jemand pennen, theoretisch. Aber die Leute können hier sogar bis zu 4 Fahrräder, bis zu 4 E-Bikes reinpacken. 2 Roller nebeneinander, das würde gehen, 2 Elektroroller. Auch von der Zuladung her, guck mal hier, 250 Kilo.
250 Kilo und eine Riesenbreite. Also es ist wirklich fantastisch, was du hier reinladen kannst. Morello hat es einfach auch genial gelöst, dass hier nochmal zusätzliche Staumöglichkeiten sind, dass du sehr, also sehr wirklich tief. Ja, sehr, sehr tief hier mit Kunststoffboxen arbeiten kannst. Und natürlich dann diese ganzen Servicevorteile. Du kommst also hier an die ganzen Komponenten über diese Gitter ganz einfach ran und hast also wirklich eine perfekte Möglichkeit, hier zusätzlich noch zu verladen, wenn du das möchtest, oder irgendwelche Komponenten zusätzlich einzubauen, je nachdem, wie das Fahrzeug dann genutzt wird. Ne? So, wir können ja mal kurz reinschauen. Hier ist, glaube ich, das Batteriefach. Üblicherweise, ich bin mal vorsichtig beim Alkoven. Ob das hier auch so ist, es verrät uns gleich das Licht. Nee, es ist nicht. Die Batterien werden wir gleich noch finden. Sind hier hinter? Sind dahinter. Verbaut. Ah, warte mal, ich guck mal gerade. In diesem Fall zwei riesige Lithium-Batterien in Kombination mit dem Wandler und dem Ladewandler, der ja einfach mittlerweile ein wirklich perfektes Batteriepaket darstellt. Sehr hohe Leistung, was die Ladung angeht, aber was vor allen Dingen auch das Wechseln auf 220 Volt angeht und dann in Verbindung mit den Lithium-Batterien, die ja in dieser Klasse eigentlich Standard sein sollten, ein voll autarkes Reisemobil bringen. Ne? So, aber mit der Trennwand, das habe ich noch nicht gesehen. Bei mir ist die Trennwand nicht drin zwischen den Batterien. Das sind die, ich sag mal, Super-B-Batterien, die sind zertifiziert. Je nachdem haben die 300 oder bis zu 500 Ampere Entladestrom pro Batterie. Das heißt, du kannst hier richtig starke Verbraucher anschließen. Super-B ist nicht billig. Das sind eine der besten Batterien am Markt. Ich habe ein Video gemacht, wo wir uns mal unterhalten haben über das Thema Zertifizierung. Also das ist, glaube ich, ein Megathema. Lithium ist nicht gleich Lithium. Wenn die für den Fahrzeugbauer zertifiziert sind, bedeutet das auch, sie sind zugelassen für den Einbau. Sie sollen ja, ich sag mal, es soll ja keine Probleme geben. Und Super-B ist zertifiziert. Ist zertifiziert, genau, und bietet also so vom Werk aus, aber auch in der Nachrüstung dann wirklich perfektes System. Ne? So, man soll so wenig Ärger wie möglich haben. Ja. Deswegen hat man die Tanks auch alle nochmal geprüft im Werk. Ich habe einen Film gemacht, da kann man das sehr schön sehen, wie die abgedrückt werden und über sehr, sehr lange Zeit. Du brauchst beim Morello keine Revisionsklappen oben im Boden drin. Das hat den Grund, weil der Hersteller sagt, das ist so gut gemacht, an den Tanks kommt nichts mehr dran. Kann man die noch reinigen im Nachhinein? Ja, man kann die reinigen, klar, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber wie gesagt, was jetzt die Revision angeht und das sagen wir, Arbeiten an den Tanks, ist es absolut nicht mehr notwendig. Und wir machen das jetzt mit Morello seit 11, 12 Jahren und da ist also nie der Fall gewesen, dass wir da nachträglich noch ran mussten. So, dann große Tür auf der Seite. Da ist die große Tür zweimal verbaut. Hier hat man die Heizungsanlage. Wir haben ein großes Auto, merke ich gerade. Guck mal hier, wie groß die Klappe ist bei der Heizungsanlage. Außendusche mit drin. Schön konfiguriert. Gefällt mir. Ja, also der Wagen ist wirklich mit fast allen Extras ausgestattet. Alles sinnvolle Extras natürlich. Und ja, wir werden es ja gleich drinnen auch sehen. Es ist schon ein Traum. So, bitte schließen. Am schönsten finde ich ja immer die Toilette hier, auch wieder mal eine Tedford-Toilette, eine Tecma-Toilette, die hier eingebaut ist. Und die gefällt mir besonders, weil sie sich leicht reinigen lässt. Also, liebe Leute von Dometic, ihr habt eine tolle Toilette gehabt, aber die Tecma-Toilette habe ich in Luxusjachten auf der Boot permanent gefunden. Also, die kommt aus dem Schiffsbau. Die kommt aus dem Schiffsbau und haben wir jetzt seit gut 2 Jahren hier verbaut. Und es ist ein super System, auch sehr schön hier zu sehen, wie es zu reinigen ist. Es ist der Siphon. Also, ja, genau. Ne? Man kommt hier genau ran, hat also alle Komponenten schnell erreichbar und es ist wirklich genial. Ja, ich hatte übrigens, ich habe mal wirklich Tempos reingeschmissen, ja versehentlich. Und sie hatten, also bitte werf keine Tempos rein. Nimm zweiladiges, gut zu zerreißendes Toilettenpapier. Ihr werdet nie ein Problem haben. Was habe ich gemacht? Ich habe den Motor verpolt. Ja, und dann einmal hin und her und dann ging es dann wieder raus. Also wenn man das beherzigt, bitte nichts reinschmeißen, was man nicht leicht zerreißen kann. Ja, wird diese Toilette euch ein Leben lang begleiten.
Und sie ist herrlich. Und hier sieht man, dass der, ich sag mal, der Fäkalienausfluss, der wird über einen zentralen Schieber quasi ausgeleitet. Einmal Grauwasser, einmal Fäkalien. Ja, rechts Fäkalien, links Grauwasser. So, wenn ich den öffne, habe ich wirklich die Fäkalien auf der Straße. Das ist so, aber das macht man ja nicht. Man macht, glaube ich, erst die Fäkalien, dann das Grauwasser? Genau, erst die Fäkalien und spült dann mit dem Grauwasser den Schlauch nochmal nach und ist dann also, ja, relativ schnell wieder einsatzbereit. Ja, zweimal 250 Liter, das ist viel. Hier vorne siehst du auch nochmal, das ist, glaube ich, das ist Spülung. Ich guck mal gerade, nee, das ist die Fahrstellung, 100 Liter links, oder? Ja, das ist diese 100 Liter Stellung, die ja serienmäßig verbaut wird, um einfach auf Bedarf dann nochmal ja, eine höhere Zuladung zu generieren, indem man halt nur 100 Liter Frischwasser mitführt. Druckwasserpumpe, die ist hier mit drin. Links sind die Spülanschlüsse mit drin. Man kann also alle Tanks richtig durchspülen. Das Thema hatten wir ja eben kurz. Da kann man spülen. Ja, Druckwasserpumpe, das ist die sogenannte Lenzpumpe, die auf Bedarf, wenn die Fäkalien entleert worden sind, das Spülwasser nochmal zusätzlich in den Tank pumpt, um dann den Fäkalientank nachzuspülen. Ah, damit kann ich auch die Standzeit erhöhen. Das heißt also, ich kann praktisch das Grauwasser kann ich in den Fäkalientank umpumpen. Ja, einmal das, aber insbesondere ist es natürlich gedacht, um einfach die Fäkalien dann nochmal aus dem Tank entsprechend nachzureinigen und ja, ist ein Extra, aber ein sehr sinnvolles Extra. Ja, ich habe ich noch gar nicht gesehen von Lilly, muss ich fairerweise gestehen. Das war immer von einem anderen Hersteller. Hier hast du Duo-Control mit eingebaut und hier oben sieht man es, ein Gastank und zwei Gasflaschen, also brauchte man jetzt wirklich hier diese Dieselstandheizung noch? Jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Ja, also letztendlich ist es ja so, dass du mit zwei Energieformen immer gut dastehst. Ne? Also ich denke, dass das für die Leute, die das Auto wirklich professionell einsetzen, im Winter, im Sommer oder auch auf langen Reisen, vielleicht auch auf einer Europa- oder Weltreise, die natürlich mit zwei Energieformen immer sicherer unterwegs sind. So, hier vorne, du hast eine Mischbreite. Du hast hier vorne natürlich die Breite vom Fahrerhaus. Hier sieht man 210 PS, ein 72-210 von Iveco. Und du hast vorne etwas schmalere Reifen wie hinten. Die Straßenlage, wer jemals damit gefahren ist, ist unglaublich. Du fährst damit fast PKW-like. Und innen drin auch extrem leise. Also dieses, ich sag mal, laute Fahren, das du irgendwie hast, das hast du hier nicht. Du hast ein PKW-ähnliches Fahren, anders wie beim LKW. Also das kann man nicht vergleichen. Nein, der Iveco Daily ist ja ist ein Transporter, der gerade in Verbindung mit den Fahrassistenzsystemen wirklich wirklich genial ist. Hat die tollen Sitze, hat die letztendlich elektronischen Helfer auch. Hier vorne links sieht man die Webasto Heizung, die wir zusätzlich haben montieren lassen, um das Ding wirklich sagen wir mal so autark und so wintertauglich wie möglich zu gestalten. Das sind die besten Sitze mit eingebaut, mit Sitzheizung. Also alles, was ging, hat man hier montiert. Und auch hier aktive Elemente mit drin, Sicherheitselemente, Assistenten, aktiver Abstandstempomat. Mhm. Alles das ist natürlich in Verbindung mit dem Serienchassis natürlich so, wie es der Hersteller mal geplant hat. Hier musste nichts adaptiert werden. Alles serienmäßig und wirklich in einer perfekten Art und Weise dann ausgeführt. Ne? Ja, bloß denkt bitte dran, ja. Das, was man leider leicht vergisst beim Eichhofen, sind die Dimensionen. Denn du fühlst dich vorne fast wie in einem Lieferwagen, so dynamisch und kompakt. Aber du hast einen ganzen Haufen über dir. Und auch die Höhe hier, die ist jetzt auch nicht von schlechten Eltern. Du hast ein ausgewachsenes, großes Fahrzeug. Und da muss man immer dran denken. Also ich habe zuletzt mal noch mal ein Foto gesehen, da hat jemand dann tatsächlich dann die Brücke dann doch mitgenommen. Man vertut sich da so ein bisschen. Also man muss darauf achten, die Dimensionen muss man immer im Auge behalten, oder? Ja, das ist klar. Wobei man über die großen Spiegel also auch, ich sag mal, mit einem guten Blick drauf da gut klarkommt. Ja, es ist ein großes Fahrzeug, es ist ein langes Fahrzeug, hat auch mit 3,60 Meter etwa eine ganz schöne Höhe. Aber trotzdem ist es gut zu handeln. Ne?
Ja, es hat die große Feuerwehraufbautür, die wird tatsächlich in Rettungsdiensten und Feuerwehren verwendet, ist komplett aus GFK, hat ein Zahlenschloss mit drin, also das ist eine Komforttür und viele Diebe haben da keinen Bock drauf, weil die die nicht kennen, die wissen nicht, wie geht die auf und so weiter. Ist also, dann hast du hier vorne dann nochmal eine Trennung, wenn du gerade nochmal öffnest bitte, Matthias, sei mal so nett. Hier vorne ist übrigens nochmal Tanken und AdBlue auf der Seite mit drin und hier hast du, ich zeig's mal gerade, eine Öffnung und die kann man sogar auf Wunsch noch verschließbar machen. Das heißt, ihr könnt in der Werkstatt, kann man das Ganze abschließbar machen, sodass diese Zwischentrennwand auf Wunsch, auf Kundenwunsch nochmal verschließbar gemacht werden kann. Ja, das ist eine Schiebetür, die also dann diese, ja, letztendlich diese Winterabtrennung auch darstellt, sodass man dann also, ja, zwischen Fahrerhaus und Wohnbereich, Schlafbereich perfekt isoliert ist. Ne? So, das Ganze wird abgetrennt. Bitte mal schließen und jetzt gehen wir rein. Und jetzt wird euch spätestens die Klappe wird euch zufallen, wenn man jetzt reingeht. Zwei Stufen, wir sind in einem Palace. Ist ein richtiger Palace. Es ist eine eigene Fahrzeugkategorie. Als sie auf den Markt kam, das war ja immer so eine Geschichte. Das Video hatte, glaube ich, auch 500.000 Aufrufe bekommen von uns, als wir mit Robert den gedreht haben zusammen. Es war am Anfang ein bisschen holprig, weil der Prototyp, sie haben ihn nochmal geändert. Wichtig war, dass man überall gut durchkommt. Und das ist jetzt richtig toll geworden, oder? Ja, es ist fantastisch. Der Palace selber ist ja das meistgebaute Modell bei Morello. Ist für uns ja auch faszinierend, dass das in den letzten Jahren mit dem neuen Modell, was jetzt ja 3 Jahre am Markt ist, 3,5 Jahre, ja, man kann sagen, Benchmark am Markt ist. Ja. So, wenn man jetzt reingeht, ihr habt ihr ganz bewusst die dunkle Holzfarbe mal gewählt, weil es gibt die helle Holzfarbe, gar keine Frage. Aber ganz ehrlich, ich glaube, weil der Robert mich angeschrieben hat, gesagt hat, welche Farbe möchtest du haben? Ich tendiere jetzt zu dem Dunklen wieder, weil das ist mit dem Weiß. Es ist so schön mit dem hellen Boden hier mit drin und dann hast du diese dunkle und die hellweißen Schränke. Ganz ehrlich, der ist super konfiguriert von der Farbe. Ganz edel. Total edel, also jetzt auch mit dem Leder, was in Weiß ausgeführt ist, in Kombination zu dem dunklen Holz, die Arbeitsfläche wieder in dem Granit, in dem hellen Granit, Cremegranit, ist sehr gut abgestimmt und in dem Fall haben wir sogar auch den Teppich noch mitbestellt, sodass das dann also gerade auch im Winter eine Top-Kombination ist. Der Teppich liegt. Ist es nicht der Teppich hier, sondern der liegt hier drin. Im Doppelboden. Okay, ich habe ihn noch gesehen. Dann habt ihr einen 32-Zoll-Fernseher, den großen vorne konfiguriert, den kann man auch weglassen. Aber ich denke, in so einem Familienfahrzeug, weil du ja die Sitzgruppe, und das ist das Geniale hier bei dem Fahrzeug hier, die Sitzgruppe, die ist ja fest. Hier wird nichts umgebaut. Du hast eine richtige Rundsitzgruppe vorne. Die jetzt ja hier vorne, diese Polster kann man wegnehmen, da könnte man durchgehen, könnte man. Aber die meisten machen die Tür zu, lassen das Ding so wie es ist und trennen, fahren und wohnen. Und das ist das Konzept vom Alkoven, du kannst es trennen. Ja, und man hat eine riesen Sitzgruppe, also auch wenn man jetzt hier mit mehreren Leuten sitzt, ist es so, dass man genügend Raum hat. Man kann den Tisch ja hier verlängern, dann entsprechend auch mit einem Handgriff. Ja, und was halt ist, es ist ein 6-Sitzer. Also es ist wirklich möglich, hier mit 6 Personen zu fahren, wenn man das möchte. Und ja, hat somit natürlich einen riesen Nutzwert auch. Was genial ist, ist natürlich hier das Bett. Das heißt also nicht nur das Enkelchen, sondern auch Personen, die getrennt schlafen, weil einer schnarcht und der andere. Du hast 2 vollwertige Betten, Liegewiesen. Man kann entweder mit 4 Personen perfekt reisen, kann auch mit mehr Personen reisen. Es ist auch ein geniales Familienauto, oder? Für, ich sag mal, Family mit Kids. Perfektes Familienauto mit Riesenalkoven, auch von der Kopfhöhe natürlich. Und ja, einer vollwertigen Liegefläche. Ne? Boah, ist die riesig. Das ist so. Die kann man auch zum Transport natürlich verwenden, wenn man sie gar nicht braucht. Also da kannst du leichte Dinge natürlich auch drauflegen. Und die meisten werden das verwenden, auch als Kuschelecke. Hier kann man sich nochmal zurückziehen. Jetzt kommt es aber noch besser. Du hast hier eine richtig große Sitzgruppe. Daneben eine ordentliche, breite Küche. Du merkst, du hast Platz hier in dem Auto. Du kannst dich hier verausgaben. Du hast ein Raumbad hier mit eingebaut, das werden wir gleich mal zeigen. Auch das ist riesengroß. Hier der Tower auf der Seite mit den Apothekern
Und dann nochmal oben der Grillfunktion, die habt ihr hier mit reinkonfiguriert. Also den würde ich gerade so nehmen, wie er ist. Also mit der Ausstattung, Gastank, Dieselheizung, dann ja, der große Dometic Tower. Der ist Serie, der Dometic? Der ist Serie, genau, mit dem Gasbackofen oben drüber. Und der ist eigentlich eine tolle Kombination. Tech Tower, lange am Markt. Und ja, zur Ausstattung kann ich einfach noch ergänzen. Ist es wirklich so, dass wir gesagt haben, dass wir diesen Wagen so ausstatten möchten, wie wir ihn auch nutzen würden? Ja, das ist viel Ausstattung, hat auch seinen Preis, ja. Aber es ist einfach genial, weil er halt alles dabei hat. Es ist wirklich so, dass man ja eigentlich nichts mehr nachrüsten müsste. So, jetzt hat man hier, sieht man sehr schön, eine Solaranlage mit an Bord. Die ist Serie. Man hat eine Sattanlage mit dabei. Du hast natürlich die alte Heizung mit Elektropaket, das ist Serie. Aber das Lithiumpaket, das ist natürlich ein Traum. Das heißt, du hast Strom wie zu Hause, 230 Volt bis zu 3 Kilowatt Dauerleistung, also die du auch wirklich entnehmen kannst. Also ein richtiges Autarkie-Wunder. Aber auch die Küche, da ist jetzt eine Spülmaschine mit drin, die habt ihr mit reingemacht. Das ist, auch das ist nun wirklich eigentlich kein Luxus. Sowas hat man ja auch zu Hause. Aber diese Fischer und Paykel aus Neuseeland, die ist in der Praxis ein Traum, oder? Ja, das ist richtig klasse, das Gerät. Und ja, ergänzt eigentlich das, was ich eben schon sagte, diese Ausstattung bei dem Wagen. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde darüber reden, was alles drin ist mit der Klimaanlage. Da oben ist die Klimaanlage, die Dometic, Doppelkolben-Klimaanlage. Ja, genau. Inverter auch noch, das heißt, die geht nicht an und aus. Mhm. Die wird nur langsamer und schneller. Ja. Nicht jedes Mal das ganze Auto wackelt. Ja. Nee, da habt ihr das Beste vom Besten eingebaut. Hier vorne, guck mal, der große Kleiderschrank, bitte mal öffnen. Da mal reingucken können. Und hier hast du dann zwei Kleiderebenen. Du hast einmal oben eine Kleiderstange und hier unten eine Kleiderstange und kannst dann auswählen, wie du es gerne hättest. Hier sind noch Fachböden mit drin. Daneben ist dann direkt nochmal ein Kleiderschrank. Und hier bist du dann schon im Bad. Ja, genau, 94L, Entschuldigung, der ist so ausgestattet, dass du hier praktisch zwei Kleiderschränke nebeneinander hast. Einmal für den vorderen Bereich. Das wird ja dann getrennt durch diese Schiebetür. Und dann hat man ja, genügend Stauraum für Dinge, die man halt hinhängen möchte. Diese ganzen Einlegeböden sind variabel rauszunehmen oder zu versetzen in der Höhe. Und ja. Das ist ein wunderschöner Wagen. Dann diese Eckdusche hier, die große Dusche. Da war auch die Frage, nehme ich jetzt eine Regendusche oder nicht? Ich habe sie auch weggelassen, denn in der Praxis stelle ich das hier immer sehr steil, sodass das auch problemlos rankommt. Die Regendusche hat einen Nachteil, es kommt gleichzeitig zu viel Wasser raus, sodass du nicht so ganz so sparsam duschen kannst. Ja? Das war so die Erfahrung bei mir. Sie ist toll, aber sie war mir dann, weißt du, ich bin ja so ein Sparheini, was das Frischwasser angeht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, es stimmt. Hast du recht. Letztendlich ist es so, dass das hier so ja hundertprozentig funktioniert auch. Und wir haben ein Auto, in der Praxis dann auch hundertprozentig funktionieren soll, lange funktionieren soll. Man soll die Möglichkeit und hat die Möglichkeit, ganz lange autark zu stehen und die ganzen Tankvolumina, die Energieversorgung und letztendlich dann auch hier die Möglichkeit, mehrmals zu duschen über viele Tage, die sind natürlich hier gegeben. Ja, viel Platz für beide auf der linken Seite. Das ganz große Waschbecken hier mit drin. Also von innen her hast du ein Raumgefühl. Wenn du da jetzt drin liegst und von hinten nach vorne guckst, ja, dann denkst du wirklich, der Raum hört gar nicht mehr auf. Er wirkt wie 10 Meter, ist ja fast 10 Meter, ne? Ja, der hat natürlich hier auch noch die große Liegefläche. Die ist auch optional, kostet auch Preis. Die optional ist, die also dann auch die Möglichkeit gibt, hier wirklich einen super Liegekomfort zu generieren mit den Füßen, die auch über die gesamte Breite dann nicht runterhängen. Und mit dem Einstieg ist das super gelöst hier von Morelo auch möglich, dann gut reinzusteigen. Was schön ist, das Raumbad schafft es, dass die Öffnung zum Bett viel größer ist als bei dem getrennten Bad. Das heißt, du hast hier eine Riesenöffnung hier mit drin. Also ich zeige das mal gerade, wie groß die ist. Sodass du also nicht hier durch einen kleinen Einstieg durchklettern musst oder einen kleineren Einstieg, sondern die Tür öffnet sich fast komplett. Und das ist schon riesig. Wenn du die gerade mal schließt, bitte, sei mal so nett, Matthias. Sollt das mal sehen, da ist ein großer Spiegel eingebaut. Jetzt sehen wir uns beide.
Und da kann man sich von oben bis unten sehen. Und dann kann man zusätzlich noch diese Tür hier noch verschließen. Damit kannst du dich im Bad einschließen, wenn du mal ein großes Geschäft machst. Oder du willst dich duschen, fertig machen nach dem Aufstehen. Du hast da einen kompletten zusammenhängenden Raum von der Liegewiese bis hin zum Bad. Und das ist das, was viele Leute wollen. Also das gibt andere Grundrisse. Da ist, glaube ich, die Toilette getrennt. Da geht's. Aber hier hast du das große Raumbad. Ja, das ist das Raumbad. Das ist auch die Version, die zu 95% von den Kunden gewählt wird, mit einem riesen Komfort, was die Bewegungsfreiheit angeht, was die Ablagemöglichkeiten angeht. Und ja, mit den zwei Schiebetüren kann man ja dann auch sehr schön den Wohnbereich trennen vom Schlafbereich, sodass, wenn jemand früher ins Bett geht oder später aufstehen möchte, dann einfach auch die Möglichkeit hat, sich zu separieren und ja, Ruhe zu haben. So, hier vorne noch ein Alphatronics, ein 32 Zoll. Der hängt da oben auch natürlich an der Sattanlage mit drauf. Du hast das Preisschild gerade parat. Sollen wir mal hingehen? Komm, da gehen wir mal hin. Drüben ist natürlich nicht nur eine Klimaanlage drin, sondern nochmal ein Elektrolüfter von Maxfan. Der ist so leise, das ist natürlich auch nochmal ein Riesenplus, hat eine Fernbedienung mit dabei und der ist temperaturgesteuert, sodass man ihn also auch laufen lassen kann, wenn das Fahrzeug mal steht und kann damit permanent natürlich die Feuchtigkeit rausziehen. Feuchtigkeit rausziehen, aber natürlich auch im Sommer eine Belüftung automatisch einstellen, dass also bei einem Erreichen von einer bestimmten Temperatur dann der Lüfter automatisch die Heißluft rausbläst. 339.000 Euro ist sofort verfügbar, der 2023er Iveco Daily mit knapp 210 PS und wirklich irren Abmessungen. 9,59 Meter, immer noch unter 10 Meter. Ich glaube, das macht auch viel aus, dass unter 10 Meter kriegst du halt noch mehr Plätze wie über 11 Meter. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Da kommt man noch auf die meisten Plätze drauf, aber trotzdem genug Platz, damit die Leute wirklich alle reisen können. Bis zu 6 Personen dürfen hier und ja, das die Bettmaße. Guck mal, 2,10 Meter mal 1,60 Meter im Alkoven. Und wenn du hinten bist, hast du 2 mal 2 Meter mal jeweils 106 Zentimeter. Das heißt, du hast 2 mal 2 Meter, 4 Quadratmeter Liegewiese hinten. Das ist doch Wahnsinn, ne? Ja, habe ich ja gerade schon gezeigt und du hast selber draufgelegen. Das ist, ist wirklich, wirklich genial. Also auch gerade, wenn man jetzt mit der Familie fährt, wenn die Kinder vielleicht nochmal zu den Eltern kommen wollen oder wie auch immer. Ne? Weißt du, was mir auch noch gefällt? Also da werden mich jetzt einige für töten. Ich finde den Alkoven nicht ganz so, wenn ich so den Auftritt, weißt du, auf dem Campingplatz habe und komme mit so einem dicken Morelo, weißt du, voll integriert mit allen drum und dran, da muss man sehr vielen Leuten guten Tag sagen auf dem Campingplatz. Mit dem Alkoven und da kommen vielleicht noch Kinder raus und so, da hast du vielleicht einen etwas milderen Auftritt, sage ich jetzt mal so. Das ist innerhalb der Klasse kein Problem, aber du weißt selber, wenn du mal am Campingplatz stehst mit einem großen Morelo, die Leute gucken immer noch, oder? Ja, die gucken schon noch und dann braucht man manchmal auch eine Dose Bier, um Freundschaft zu knüpfen. Aber letztendlich ist es so, auch der Wagen ist zwar als Alkoven dann nicht ganz so auffällig und vielleicht nicht ganz so, sagen wir mal, konform, aber es ist passt schon. Es ist, ist wirklich gut. Ich wollte das P-Wort nicht sagen. Da vorne sind die Hubstürzen, warte mal, die zeige ich euch gleich mal. Die sind hier mit dabei. Das ist die Hubstürzanlage von wie heißen die aus Holland? EP. Von E&P und das Ganze hier ist jetzt sofort erhältlich. Heute haben wir den 14. März 2023. Wir sind bei einem wirklich Vorzeige-Morelo-Partner in Osnabrück, Fährecke und Wels, direkt an der A, was sind wir hier, 30? Direkt an der A30. Direkt an der A30. Ich habe letztes Mal gewitzelt, ihr habt eine eigene Autobahnausfahrt. Also unweit, muss man auch sagen, von Nordrhein-Westfalen. Das ist hier wirklich nur ein Steinwurf weg, oder? Ja, Osnabrück liegt ja in dem L von Niedersachsen und sind rundum von Nordrhein-Westfalen eingezingelt. Kommen wir aber gut mit klar. Echt? Ja. Ist aber schon Niedersachsen, oder? Ist Niedersachsen. Aber gerade so. Ja, ist Niedersachsen. Voll Niedersachsen. Voll Niedersachsen, sagt er. So, hier steht er. Also wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Das ist übrigens nur ein ganz kleiner Teil von Ferger und Wels, ein Vorzeigebetrieb, ja, bei denen wirklich hier neue Standards eingeführt worden sind. Ihr habt ein neues System eingeführt, mit dem jeder Mitarbeiter eigenverantwortlich ist. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Ja, wir sind gut 50 Leute.
mittlerweile und arbeiten seit zweieinhalb Jahren halt mit Agilität und mit einem speziellen Kanban-System, was wir eingeführt haben, um ja mehr so ja, Selbstwirksamkeit bzw. auch Eigenverantwortung umzusetzen. So, hier steht er. Wenn Sie ihn haben möchten, ruhig zu Ferger & Welz anrufen, die 05402 92990, das Ganze in Bissendorf. Danke. Tschüss, Matthias. Tschüss.